Ja, hallo ihr Lieben. Heute ist Mittwoch, der 25.09.2019. Ich habe jetzt seit ca. 40 Minuten Feierabend und habe mir gedacht, ich stelle euch heute mal diese Heels vor, die jetzt vor ein paar Tagen bei mir angekommen sind, die ich mir halt in China bestellt hatte. Ja, der eine oder andere erinnert sich jetzt an ein Video von mir, was schon ein bisschen älter ist, und zwar waren das ähnliche, allerdings in schwarz und mit roter Sohle, die ich euch vorgestellt hatte. Es waren nämlich, das waren nämlich diese. Ja, ich wollte heute in diesem Video mal schauen, sind die eigentlich identisch, diese beiden Schuhe, weil diesen hier, den habe ich mittlerweile schon jetzt 7 bis 8 Jahre in meinem Besitz. Den habe ich damals aus Deutschland in England bestellt. Ist natürlich klar, ist China-Produktion auch damals schon. Ja, und diesen dann jetzt halt direkt aus China, da weiß ich halt ganz genau, dass er in China produziert worden ist und auch aus China geliefert wurde. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit ein paar Daten an zu diesen hier, bevor wir die beiden dann gleich vergleichen. Der kostet also aktuell, ja, hier muss ich jetzt erstmal wieder in Euro umstellen. Ja, der Preis ist aktuell 27,82. Ich muss dazu sagen, als ich den gekauft hatte, habe ich 2 bis 3 Euro weniger bezahlt. Da war er also noch günstiger. Sehe ich jetzt gerade, also der hat den Preis wohl gerade etwas erhöht. Ja gut, 3 Euro für euch Europäer, besonders jetzt die Deutschen, ist jetzt nicht gerade die Welt. Kann man also verschmerzen. Ja, zu den Farben. Der ist in Beige zu bekommen, in Schwarz, in Rosa und halt in diesen Rot. Ja, als er bei mir war, habe ich dann mal beim Verkäufer angefragt. Ich weiß, dass es den Schuh damals auch in Gelb gab. Ja, habe ich angefragt, in Gelb hat er leider nicht. Hätte ich mir sonst mal überlegt, mir die in Gelb kommen zu lassen. Ja, ich habe momentan einen kleinen Tick, möchte unbedingt ein paar schöne Heels in Gelb bzw. Neongelb haben. Ja, soviel zu dieser kleinen Anmerkung. Also in Gelb ist er bei diesem Hersteller zumindest nicht zu bekommen. Ich habe sie auch übrigens bei anderen nicht mehr in Gelb gesehen. Ja, zu den Größen. Der Schuh ist zu bekommen. Ja, ich nenne jetzt einfach mal die europäische Größe in
Größe 35. Ab Größe 35 bis Größe 44. Ja, hier steht Größe 44, 27 cm Fußmaß. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil 27 cm Fußmaß, das müsste eigentlich die Größe 42 sein, normalerweise. Ja, dieser ist in der Größe angeblich 43. Das ist das Maß 26,5. Ich hoffe, man kann es erkennen. Steht bei diesen Heels halt auf der Sohle drauf und auch nochmal da innen drin. Keine Ahnung, ob man es erkennen kann. Ja, und 26,5 cm Fußlänge, damit ist die Fußlänge also gemeint. Das ist dann eigentlich die Größe, die europäische Größe 41,5. Ja, auch nur so viel dazu, ist eigentlich jetzt nicht wichtig. Geht auf jeden Fall da nach eurer Fußlänge und dann liegt er schon richtig. Ja, der passt mir also wirklich ganz genau, der erste, der wirklich perfekt bei mir passt. Ja, soviel zu den Größen, zu den Farben. Versand kostenfrei hier bei diesem Verkäufer, wo ich gekauft habe. Er hat sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen mit den Versenden. Kam er so ein bisschen auf Trab, nachdem ich ihm angeschrieben hatte, ob es da irgendein Problem gibt. Ja, und einen Tag später, nachdem ich ihn halt angeschrieben hatte, hat er die Heels dann auch versendet. Gedauert hat es dann, könnt ihr jetzt auch weniger mit anfangen, in etwa 40 Tage. Ist also für Mexiko jetzt auch eigentlich relativ zügig, relativ schnell. Ja, soviel zu den Daten und ich schaue mir den Schuh jetzt mal genauer an. Ja, ich habe den Absatz schon gemessen, der ist 18,5 cm, da also ein Unterschied schon mal zu diesen. Hier ist der Absatz nämlich 19 cm. Ja, das Material ist nicht zu wabbelig, nicht zu fest. Ich habe wirklich schon jetzt ein paar Stunden angehabt, habe da auch keine Druckstellen am Fuß bekommen. Muss dabei sagen, meiste Zeit davon im Sitzen. Bin auch ein bisschen mit gelaufen, allerdings muss ich sagen, nicht viel. Ja, vernäht ist er super. Gibt es nichts zu meckern. Und Klebereste sehe ich hier auch absolut null. Auch die Flecken sind gerade aufgesetzt. Hat man manchmal auch, dass die halt dann schräg aufgesetzt sind, dass ich da erstmal eine Zange nehmen muss und den gerade rücken muss. Ist auch schon häufig vorgekommen. Aber ja, hier kein Grund zur Beanstandung. Ja, die Sohle habt ihr sicherlich schon gesehen, in welche gehalten, so wie sie früher halt üblich waren, bis dann halt die Modefarben rote Sohle und pinke Sohle und hast du nicht gesehen, kamen, ist halt Geschmackssache. Mir gefällt diese schlichte beige Sohle eigentlich immer noch mit am besten. Ja, dann kommen wir mal zum Vergleich. Was mir aufgefallen ist, erstmal, wenn ich die beiden jetzt in die Hand nehme, ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, also bei diesen hier habe ich ein bisschen irgendwie einen wertigeren Eindruck als bei diesen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, woran es liegt, aber es ist halt so.
Vielleicht, weil er mir ganz einfach besser gefällt als dieser. Kann sein. Weiß ich nicht. So ist eigentlich kaum ein Unterschied zu erkennen. Er hat jetzt natürlich, der Schwarze hat jetzt natürlich ein Fesselriemchen. Habe ich ja auch selber nachträglich angebracht. Hab da, der eine oder andere hat das Video gesehen. Waren also vorher auch genauso wie dieser. Ja, zu den Unterschieden. Also 19 cm Absatz. 18,5 cm Absatz. Dieser halbe Zentimeter, ja, meckern will ich da sowieso nicht, weil ich bin, bei mir geht es mit den Absätzen sowieso um einiges tiefer. Ich stehe nicht mehr so auf so Extreme. Bei diesem Schuh, ja, ist was anderes. Dieser klassische Heil, den wollte ich halt nochmal in Rot haben, mit 18 cm Absatz. Eigentlich 19 cm. Ja, jetzt haben wir ja 18,5. Auch nicht schlimm. Ja, zu den Unterschieden. Der Absatz, das ist ein anderer. Man sieht es hier. Hier habt ihr eine Abflachung drin. Die hat der Schwarze nicht. Keine Ahnung, ob man es erkennen kann. Die fehlt hier. Ja, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Mal was anderes, habe ich auch so noch nicht gesehen. Schick. Ja, dann die Stabilität ist mir aufgefallen. Der bewegt sich also was hin und her, wenn man etwas kräftiger gegendrückt. Das macht sich auch beim Laufen bemerkbar. Da geht er auch ein bisschen hin und her. Habe ich extra darauf geachtet. Ist jetzt aber nicht so gravierend für mich, weil ich trage halt lediglich in der Wohnung und ja, viel wird damit auch nicht gelaufen. Wer vor, den auf der Straße zu tragen, der sollte das bitte bedenken. Hier besteht eventuell mal die Gefahr, dass der wirklich bricht, weil er halt nicht so der super stabilste ist. Das heißt nochmal bei den Schwarzen, ja, da bewegt sich also so gut wie gar nichts und ich drücke jetzt wirklich fest. Der ist also wirklich super stabil. Ich denke mal, dass hier ein Stahlnagel drin verbaut ist und hier halt der Nagel eingespart wurde. Ja, sagte schon, in der Wohnung eigentlich nicht so schlimm, kann auch nicht so viel passieren. Auf der Straße müsst ihr selber wissen, ja, euer Risiko. Wenn so ein Absatz bei dieser Höhe mal bricht, kann man sich also wirklich schon recht schwer verletzen. Ja, das war der einzige Unterschied jetzt, der mir da aufgefallen ist. Also anderer Absatz und eine andere Absatzhöhe, ein Unterschied von halben Zentimeter. Ansonsten scheinen die Schuhe wirklich identisch zu sein. Ja, die Marke übrigens hier Follow Me und hier am roten Meyer Nisi. Ich habe keine Ahnung, ob so ausgesprochen wird, aber auch relativ egal. Ja, da war noch was, genau, und zwar die Größe, also dieser ist in der englischen Größe, nee, ich glaube, das war die amerikanische Größe 8, jedenfalls die europäische steht auch drin, 41. Ja, der fiel größer aus, bei 41 wird es bei mir wirklich sehr eng. Der passt aber eigentlich ganz gut, nur bei ja, länger als 2 Stunden, dann ja, merke ich halt dann schon am Fuß. Ja, und dieser
26,5 cm wäre demnach 41,5, also 41,5, und das zeige ich euch mal, indem ich die genau aneinander halte. Und hoffe, man erkennt das. Der ist also in etwa einen halben bis zu einen Zentimeter größer. Ja, und das war genau das Stück, was mir bei denen ja eigentlich gefehlt hat, was ich hier bei denen hier gerne dazu gehabt hätte, damit er wirklich perfekt passt. Dieser passt mir also wirklich haargenau. Selten Schuh gehabt, der so perfekt passt. Ja, so viel zum Vergleich. Dann erinnert ihr euch daran. Ich habe also diese Nachrüstfesselriemchen für Heidis vor kurzem im Video vorgestellt. Ja, die habe ich dann vor, hier einzumachen. Und zwar habe ich da gleich noch einen Nachtrag. Ich sagte, dass mir da aufgefallen ist, dass die in Leder sind. Also Lederimitat natürlich. Obwohl ich eigentlich von ausgegangen bin, dass ich in Rot-Lackleder bestellt hätte. Ja, war nicht der Fall. Die gab es also wirklich nur in Lederimitat, nicht in Lackimitat. Habe ich also nicht aufgepasst, und zum Glück hatte ich noch so Fesselriemchen in Rotlack, die ich dann halt einfach hier auf dieses Teil, dieses wichtige Teil, aufgesteckt habe. Ja, zu der Farbe, die ist nicht ganz jetzt identisch, würde ich sagen. Ich meine, dass das Fesselriemchen einen kleinen Tick dunkler ist, aber ist jetzt nicht so schlimm. Die werde ich jetzt also wirklich demnächst dann hier mal reinkleben und mal schauen, ob das denn dann auch so hält. Das sieht dann also so aus. Weil ich hatte hier nämlich, als ich die Probe getragen habe, dann auch gleich das Problem mit den Rausrutschen. Ja, wollen wir mal schauen, ob die Dinger was taugen. Berichte ich dann mal in einem meiner nächsten Videos oder im nächsten Video von, was denn von den Teilen so zu halten ist. Ja, so viel dazu. Die packe ich jetzt gleich mal wieder ein. Ja, ein bisschen schade übrigens. Ich habe das Video 2-3 Mal angefangen, ja, und ja, da kam jetzt mal meine Katze so dazwischen. Bin ich jetzt am Überlegen, ob ich es gleich mal mit hier in dieses Video reinschneide, dann lernt er meine Katze auch mal kennen. Die ist nämlich wirklich ganz, ganz süß und was ganz Besonderes, werdet ihr dann sehen, was ich meine. Ja, Kaufempfehlung oder nicht, ich würde sagen, ja, wer sie halt nur für den Hausgebrauch bestellen möchte, der sollte sie sich bestellen. Da spreche ich eine Kaufempfehlung aus. Wer damit auf die Straße möchte, dem rate ich eigentlich davon ab, aufgrund des Absatzes, weil er halt wirklich nicht der stabilste ist und ich das halt auch schon beim Laufen hier in der Wohnung bemerkt habe. Aber müsst ihr selber wissen, halt auf eigenes Risiko. Ich denke, der Preis, der spricht für sich.
27,82 versandkostenfrei. Da kann man eigentlich unbesorgt zugreifen. Ja, so viel zu diesem Video. Ich habe jetzt vor, mein nächstes Video schon am Wochenende zu machen, und da wollte ich euch da mal zeigen, was man so aus Shapewear all Schönes machen kann. Dieses Video hat dann nur begrenzt was mit Ware aus China zu tun. Ich habe da Ware aus China verwendet. Allerdings, ja, eigentlich hat dieses Video eher weniger was mit China-Ware zu tun, sondern sollten Tipps für euch sein. Kleine Anregung, was man halt so machen kann, wenn man bestimmte Sachen in eurer Ecke halt zum Beispiel nicht bekommt. Ja, lasst euch da einfach mal überraschen. Ich denke, wird euch sicherlich gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video von mir gefallen. War jetzt heute nicht der 100% fitste, haben 11 Stunden Tag Arbeitstag hinter mir und ja, bin noch ein bisschen müde. Hoffe, ihr kamt trotzdem mit mir klar. Und ja, ich schaue jetzt noch ein bisschen den neuesten Rambo-Film und gehe dann danach in der Haie. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe 546 bezahlt. Das sind also ja in etwa 3 Euro, was ich weniger bezahlt habe. Ne, nicht mit den Linealspielen. Ja, das ist meine kleine Gaunerin. Hat Ähnlichkeit mit Adolf Hitler. Ja, deswegen habe ich sie auch genommen. Wir haben sie halt über Facebook bekommen. Wir haben halt ein neues Zuhause gesucht. Beziehungsweise, ja, wir haben 2. Ja, und ja, diese war eine Solo-Katze, die wurde auf der Straße gefunden. Und ja, die Dame, die sie gefunden hatte, konnte sie halt nicht behalten und hat sie über Facebook vermittelt, und als ich und meine Frau die gesehen haben, haben wir uns da direkt dran verliebt. Direkt drin verliebt. Ja, in dieses Aussehen. Einfach nur, ne, guck mal in die Kamera, einfach nur herrlich, oder? Ja, sie heißt übrigens Nancy mit Z, und wenn man da einen Buchstaben im Namen streicht, dann bekommt man da ein schönes Wort raus. Könnt ihr ja mal aufschreiben und mal gucken, was er dann da rausbekommt, wenn er dann den einen oder anderen Buchstaben da einfach mal rausnimmt. Ja, soviel zu meiner Katze.